Hi, ich wollte euch heute ein Buch vorstellen, was mir sehr gut gefallen hat. Und zwar ist das von Sergei Lochtofen, Grau, eine Lebensgeschichte aus einem untergegangenen Land. Das ist eine Autobiografie, ein Erfahrungsbericht. Und es geht hier um Sergei Lochtofen, der ist 53er Baujahr. Und er erzählt uns hier in diesem Buch, wie er sein Leben erlebt hat als ja, Mitglied einer deutsch-russischen Familie. Ja, das Buch ist so aufgebaut, dass es immer chronologisch in den Jahren quasi ab da, wo er geboren wurde, aufwärts geht. Und was ich gleich zu Anfang euch mal zeigen möchte, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, immer zu den jeweiligen Kapiteln, gibt es hier ein Foto. Auf der Rückseite erfahren wir dann, was das Foto bedeutet oder wer das auf dem Foto ist. Wie hier zum Beispiel ist seine Mutter, sein Bruder und er abgebildet. Und hier unten drunter seht ihr dann das Jahr, in dem Fall 1960. Und dann stehen hier wirklich die wichtigsten Ereignisse und Daten, die sich sozusagen auch auf der ganzen Welt eben zugetragen haben. Also nicht nur spezifisch ja, auf die DDR sich da berufen. Das fand ich sehr, sehr cool. Man hat so ein bisschen ja, Neues an Erkenntnis und an Infos dazu gewonnen. Ansonsten muss ich sagen, fand ich den Schreibstil sehr, sehr gut. Er ist da sehr zynisch und sarkastisch rangegangen. Es war sehr, sehr unterhaltsam. Aber es war auch ja, sehr ehrlich erzählt. Und das hat man gemerkt. Und das ist auch das, was dieses Buch für mich so authentisch und so glaubhaft und auch so unterhaltsam gemacht hat. Zu Beginn, also er kam in einem Gulag auf die Welt. Sein Vater war Gulag-Häftling. Und er ist in Workuta in Russland geboren, wenn das irgendjemandem was sagt. Und die Familie ist dann, als ich glaube, er 5 oder 6 war, nach Gotha in die DDR übergesiedelt. Und dort erleben wir dann so ein bisschen das Familienleben mit seinem Bruder Pavel. Er ist der ältere Bruder. Die beiden bauen unglaublich viel Mist zusammen. Und diese Geschichten sind schon sehr, sehr unterhaltsam. Und ich finde das besonders schön, dass wir hier auch ja, miterleben oder kennenlernen, wie die Russen so ticken. Also sprich Familienleben, Kulturelles. Es werden immer mal wieder so Floskeln oder so alte Sprichwörter eingebunden, so ein bisschen Traditionelles. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Und er sagt auch selber, wenn man die DDR begreifen oder verstehen will, dann kommt man ja auch an der Sowjetunion überhaupt nicht vorbei. Und das stimmt natürlich auch. Und deswegen fand ich es besonders schön, dass ich auch hier viele neue geschichtliche Hintergrundinfos bekommen habe. Das Buch spielt ja dann weiter erstmal in Thüringen. Also sie ziehen nach Gotha. Und das hat mich ja auch mehr oder weniger dazu bewogen, dieses Buch zu kaufen, weil ich ebenfalls in Thüringen aufgewachsen bin und jetzt immer noch wieder hier lebe. Also ich habe zwischenzeitlich mal woanders gewohnt, aber es zieht einen ja doch immer irgendwie so in die Heimat wieder zurück. Und viele Orte, die hier in diesem Buch vorkommen, da hat man halt selber irgendwo schon mal gestanden oder man erkennt sie, man hat so ein grobes Bild im Kopf und ich finde, dann hat man auch so einen ganz anderen persönlichen Bezug zu diesem Buch. Und das hat es auch sozusagen mit so einem kleinen Pluspunkt wieder für mich gezeichnet. Ja, also nichtsdestotrotz geht es weiter. Die Familiengeschichte, wie gesagt, man erfährt dann die Mutter, die Bindung zu dem Vater ist eine sehr, sehr enge. Der hat ja sozusagen seinen Vater, seinen Großvater noch den Stalinismus miterlebt und das prägt natürlich auch so eine Familie. Das fand ich sehr interessant. Da kriegen wir dann auch immer mal so ein paar Einblicke und man merkt schon, dass sein Vater so ein bisschen das Vorbild ist, zu dem er aufblickt. Also er spricht sehr oft über ihn und erzählt so alte Geschichten, wie er das erlebt hat als kleiner Junge und mit seinem Opa, was die dann so unternommen haben. Und das fand ich auch sehr, sehr interessant. Teilweise ein bisschen langatmig, so an manchen Stellen, denke ich, hätte man es auch eventuell etwas abkürzen können, weil ich fand es nicht immer so wahnsinnig spannend, aber dennoch hat es immer wieder gezeigt, wie es zu diesem, also zu dieser Zeit zugegangen ist, wie die Menschen auch untereinander waren. Also ja, einfach das Verhalten, das Menschenbild hat er hier dadurch wahrscheinlich auch ein bisschen charakterisieren wollen. Und von daher hat es ja dann letzten Endes Sinn gemacht. Aber wie gesagt, ich fand es halt nicht immer so brennend spannend. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Das ist jetzt auch nur so meine ganz eigene subjektive Meinung. Ja, wie gesagt, über seinen Bruder Pavel erfahren wir sehr, sehr viele Jugend- und Kinderstreiche. Seine Mutter erwähnt er auch am Rande. Die kriegt aber später starke Depressionen, ist sehr geistig stark verwirrt und da erzählt er dann auch nicht mehr ganz so viel drüber, weil es wahrscheinlich auch einfach nicht in den Vordergrund ja, gerückt werden soll in dem Buch, was ja auch völlig in Ordnung ist. Dann auf jeden Fall als Jugendlicher geht er dann wieder zurück nach Russland und zwar möchte er Kunst studieren.
auf der Krim. Und da erfahren wir dann auch so einiges, wie es so zugegangen ist in seinem, ja, Künstlerleben. Er hat dann so ein paar Roadtrips, die er hier aufzeigt und mit Kumpels dann wirklich von A nach B, von der DDR nach Russland flieht. Und dann war ja schon die Grenze und was das bedeutet für ihn. Man kann ja dann nicht einfach so mit einem russischen Pass dann über die, ja, DDR-Grenze wieder nach Russland. Das ist alles nicht so einfach gewesen. Und das beschreibt er hier wirklich sehr detailreich. Und also es ist wirklich, man gewinnt hier an historischen und politischen Infos dazu. Und ich habe mich wirklich schon viel in meinem Leben mit der DDR auseinandergesetzt, zumal meine Eltern da groß geworden sind und man natürlich in der Schule das Thema, glaube ich, auch irgendwann mal totgekaut hat. Aber mich hat es halt immer wieder interessiert und trotzdem weiß man einfach nicht alles darüber. Und das fand ich toll, dass dieser Herr Lochthofen mir das nochmal vor Augen geführt hat, dass ja, es immer noch was zu erzählen gibt. Also so ein Thema kann eigentlich nicht ausgelutscht oder durchdiskutiert sein, weil jeder hat es anders erlebt, jeder bringt hier seine persönliche Note irgendwo mit rein. Und trotz, dass er so eine behütete Kindheit hat, obwohl es erstmal so, ja, so grausam klingt, wenn man hört, der ist in Workuta als oder im Gulag auf die Welt gekommen. Und viele von euch wissen wahrscheinlich auch, was ein Gulag ist. Das sind ja diese Arbeiterlager gewesen oder die gibt es vielleicht auch heute noch, nur sie werden wahrscheinlich nicht mehr betrieben. Da wollte ich mich auch immer noch mal ein bisschen mit beschäftigen, weil auch ich nicht so genau weiß, was es damit dann genau auf sich hat oder wie das heute auch so ist. Und ja, jedenfalls hat er eine eigentlich ganz behütete Kindheit gehabt und ich denke, das hat ihn auch in seinem Charakterzug geformt. Er ist doch sehr ein selbstbewusster junger Mann. Er ist durchsetzungsfähig, er ist zynisch in seinen Antworten, er hat also eine wahnsinnige Intelligenz, also es ist ein sehr intelligenter Mann, definitiv. Und er ist wirklich sehr gewitzt, sehr gewieft. Er weiß immer, wie er an sein Ziel kommt. Und das ja, erzählt er hier wirklich in seinen Geschichten. Was mich manchmal ein bisschen angestrengt hat beim Lesen, war, dass wir manchmal in den Perspektiven gewechselt sind. Also von seinem Vater und von seinem Großvater. Und stellenweise manchmal auch von seiner Frau. Und das war nicht so wirklich gekennzeichnet. Und dann habe ich dann beim Lesen überlegt, wer hat das jetzt nochmal gesagt? Wo warst du jetzt? Und das fand ich ein bisschen blöd gemacht. Das hätte man wahrscheinlich irgendwie ein bisschen besser anführen können. Aber naja, es sollte ja wahrscheinlich auch so ein bisschen anspruchsvoller werden, dieses Buch. Von daher lasse ich das mal so durchgehen und mal ohne Bewertung so dastehen. Ja, wie gesagt, dann erfahren wir weiterhin, wie er da auf der Krim Kunst studiert. Dann merkt er irgendwie, ja, das ist alles vielleicht doch nicht so richtig für ihn. Also kommt er irgendwann wieder nach Leipzig und studiert dort dann Journalismus, was dann sozusagen auch seinen späteren Weg ebnet. Denn er ist ja dann auch wirklich von 1990 bis 2009 verantwortlich für die Thüringer Allgemeine, also die größte Landeszeitung, die hier bei uns im Bundesland ja umgeht oder die ja fast dann jeder Zweite wahrscheinlich dann auch abonniert hat. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich nicht. Ich lese keine Zeitung mehr. Das ja, ne, die Medien, Internet und so weiter, da bediene ich mich dran. Nichtsdestotrotz ist ja nicht Thema, fand ich das sehr, sehr bewegend, die Zeit, die er als Journalismus gelebt hat. Und da kommt dann wieder so dieser politische Aspekt ganz groß dazu, wie nämlich Zeitung zur Zeit der DDR funktioniert hat. Und das war ja im Sozialismus überhaupt nicht so einfach, da seine eigene offene Meinung frei zu schreiben. Und ich denke, das wissen wahrscheinlich auch viele von euch. Und er war halt immer jemand, der ein bisschen rebellischer war wahrscheinlich als andere. Also er hat sich da nicht irgendwie so eine Tüte über den Kopf stülpen lassen. Und hat halt im Prinzip einfach nur das geschrieben, was von oben vom Partei, was weiß ich, Büro oder Politbüro, wie man das nannte, vordiktiert bekam, was nämlich die meisten gemacht haben. Und deswegen war eigentlich der Beruf, habe ich so für mich aufgefasst, Journalismus in der DDR gar nicht existent, weil man eigentlich seine Arbeit ja vorgekaut bekommen hat. Man musste ja wirklich nur ausführen. Es war ja quasi wie so eine Art Sekretariatsjob. Man hat den Text vorgegeben bekommen, den hat man dann abgetippt und in die Zeitung irgendwie reinprojiziert und gedruckt. Und das hat ja für mich mit Journalismus nichts zu tun. Die ganzen Interviews, die auch geführt wurden, was vielleicht wirklich mal interessant gewesen wäre für die Leser, das wurde oft dann einfach nicht gedruckt. Manches wurde dann zensiert oder nur zur Hälfte, wie man das halt so kannte. Also sprich, Lügenpresse war ja wirklich in der DDR existent und da braucht man ja auch nicht drum herumzureden. Und das hat er hier wirklich sehr, sehr realistisch dargestellt alles und auch die Figuren, die Kollegen, die da in dieser Zeitung mit ihm gearbeitet haben, hat er tatsächlich auch beim Vor- und Nach- nee, Vor- und Nachnamen oder nur Vornamen genannt.
Ich weiß nicht, ob der sich die ausgedacht hat, ob der die Namen geändert hat oder ob diese Leute tatsächlich mit ihrem wahren Namen da genannt wurden, weil ich mich dann auch so gefragt habe, die Frage geisterte so die ganze Zeit in meinem Kopf rum, was ist eigentlich mit den Leuten? Naja, ich sag mal, er hat ja nicht schlecht oder negativ über sie gesprochen, aber er hat ja immer sehr, sehr ehrlich über sie gesprochen. Und auch das hat natürlich, glaube ich, irgendwo auch Konsequenzen. Und vor allen Dingen, was hat der für eine Beziehung heute zu den Leuten? Ist dem das irgendwie egal? Ist der so mutig und sagt, ich lasse mir den Mund nicht verbieten, ich sag das, was ihr gemacht habt, weil ich muss mir ja den Schuh nicht anziehen. Ich habe ja mehr oder weniger eine weiße Weste. Ich habe das zwar auch irgendwo toleriert, aber irgendwo auch nicht, denn er hat sich da schon sehr aufgelehnt und immer wieder versucht, das Ganze ins Rollen zu bringen und seine eigene Sache da ein bisschen zu machen, was natürlich dann von vielen auch geächtet wurde und viele ihn dann so ein bisschen als, weiß ich nicht, konterrevolutionären, glaube ich, bezeichnet hatten. Und das ist auch so ein weiterer Punkt, wo ich so ein bisschen, naja, nicht negativ kritisieren würde, aber wer wirklich null Ahnung hat von Geschichte, von der DDR, von der Sowjetunion, hat vielleicht auch manche Schwierigkeiten, dieses Buch zu verstehen. Und auch ich würde sagen, habe sicherlich nicht alles so verstanden, weil ich einfach Baujahr 89 bin. Ich bin ein Wendekind und habe das alles nicht miterlebt. Ich kenne es auch nur vom Hörensagen und was einem in der Schule vordiktiert wurde. Und diese ganzen Begrifflichkeiten, Kosaken, Bolschewiken und was ich gerade so nannte noch, konterrevolutionär, wenn ich da nicht sofort irgendwas mit anfangen kann und diese Wörter in einem ganzen Kontext stehen und irgendwas damit sagen wollen in diesem Text, dann hat man echt Schwierigkeiten. Und manches, denke ich, muss man dann auch nochmal nachrecherchieren. Es wird einfach viel Hintergrundwissen vorausgesetzt, finde ich. Und das hat es mir an manchen Stellen auch echt ein bisschen mühselig gemacht. Ich musste manches dann nochmal zweimal lesen. Und auch mal überlegen, was war das denn? Ach, guckst du noch mal schnell bei Google nach. Und das stört manchmal echt so ein bisschen den Lesefluss, was aber auch nicht unbedingt als negativ anzukreiden ist, weil man lernt ja dadurch auch wieder was dazu. Von daher fand ich das jetzt nicht so schlimm. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich fand das Buch total bewegend, weil man einfach so den ganzen Umbruch oder wie er den Umbruch der DDR miterlebt hat, mitbekommt und das so ganz, ganz klar. Frau und seinen eigenen Sohn, den er später hat, erwähnt er hier nicht so häufig. Das geht so ein bisschen mehr am Rande. Deswegen hatte ich so für mich den Eindruck, Sergei Lochthofen ist echt so ein richtiger Workaholic. Da wurde an Feiertagen gearbeitet. Hauptsache, der Artikel wird fertig, so nach dem Motto, oder die Zeitung wird gedruckt. Er ist, glaube ich, so ein richtiges Arbeitstier. Er lebt mit seinem Herzen für diesen Beruf und ja, wie gesagt, es war total ergreifend, so die letzten Seiten zu lesen, als es dann tatsächlich zum Mauerfall kam, wie er das miterlebt hat. Und ja, also es war einfach ganz, ganz ergreifend. Und ich fand es total schön, wie er uns daran teilhaben lässt, an seinen wirklich ganz intimen und privaten Gedanken. Das erfordert Mut und das zoll ich ihm auch mit meinem größten Respekt. Und ja, ich fand das Buch eine wahnsinnige Bereicherung, eine absolute Leseempfehlung. Und vor allen Dingen dieser Sarkasmus, mit dem das Ganze ja geschrieben ist. Daher wollte ich nochmal, ich habe mir das hier irgendwo markiert, nochmal eine ganz kurze Textpassage vorlesen. Jetzt finde ich es nicht. Ach doch, genau, dass ihr mal so einen kleinen Eindruck bekommt von dem, was ich vorhin meinte, mit, er ist so ein bisschen sarkastisch in seiner Redensart oder in seiner Schreibweise. Und er führt her, oder er führt hier an die Gebrauchsanweisung für den durchschnittlichen DDR-Opportunisten. Und dann kommen so 10 Punkte, die so ein bisschen an die 10 Gebote anlehnen, weil er ja den Sozialismus auf seine Art kritisiert und auch gleichzeitig so auf die Schippe nimmt. Und er macht das mit so einem Witz. Und damit ihr da so ein bisschen, wie gesagt, einen Einblick kommt, bekommt, lese ich nur mal einen Punkt vor. Das ist ein Satz. Erstens, du sollst dir keine eigenen Gedanken machen. Du sollst nur an die Weisheit der Partei, vor allem ihrer Führung, allen voran ihres Generalsekretärs und deren einzig richtige Ausdeutung von Marx, Engels und Lenin glauben. Und das führt sich dann sofort. Also ich habe so gelacht bei diesen 10 Punkten, die er da aufgeführt hat und dachte nur, oh Mann, ja, ne, wenn das der gute, was weiß ich, Egon Krenz oder Honecker lesen würde, die würden sich wahrscheinlich kugeln und selber anfangen zu lachen im Grabe. Es ist sehr, sehr interessant. Also wirklich dieser politische Aspekt in die DDR. Ich meine, wie gesagt, man kennt das, man hat das schon tausendmal irgendwo gehört und gesehen und gelesen. Aber es ist immer wieder interessant, hier aus diesem Buch gelesen zu haben und Neues zu erfahren. Und ich kann es euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Lasst mir gerne mal wirklich in den Kommentaren da, ob das ein Buch für euch wäre, wie ihr das jetzt so gefunden habt von dem Eindruck, den ich euch geben konnte, hoffentlich einen guten über dieses Buch. Und ja, ich muss noch dazu erwähnen, das ist ein Rezi-Exemplar gewesen aus dem Rowohlt Verlag und ich bedanke mich an der Stelle ganz, ganz herzlich.
Entschuldigung. Jetzt hatte ich irgendwie so ein Verlegenheitshüsteln. Ja, nichtsdestotrotz hat mir das Buch unglaublich toll gefallen und ich würde es nur jedem ans Herz legen, der sich so ein bisschen für Geschichte, für Politik, für DDR oder Sowjetunion interessiert, wer vielleicht auch gerne Autobiografien und Erfahrungsberichte liest, weil das ist wirklich alles andere als trockene Materie, die ich hier in den Händen halte. Also von daher, lasst es mich wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns bald in einem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.